Sorry, falsches Intro. Okay, versuchen wir es mal hiermit. Yo, Leute, Doppel-Peace, verdammt nochmal, Mega-Peace! Auf jeden Fall, Beste. Ja, ist ja gut, ich sehe es ja ein, das Niveau sinkt jetzt ganz extrem. Ja, da war's, Intro. Da ist es, meine Freunde. Und Dankeschön für den Mann, der jetzt im Hintergrund irgendwas klopft. Auf jeden Fall, ich habe mein Intro gefunden und dann würde ich auch sagen, Commentary ab. Meine Freunde, ich wollte euch noch kurz darauf hinweisen, dass im Hintergrund ein uraltes Battlefield 3 Gameplay läuft. Und zwar, nein, nicht von mir, spielt von dem guten alten Max FPS. Der steht natürlich auch in der Videobeschreibung. Auch wenn es jetzt in meinem Fall eigentlich nichts bringt, aber trotzdem, man verlinkt sowas. Gönnt's euch, Old Bad Gold, meine Freunde. Ich spiele das Game immer noch gerne. Video ab. So, meine Freunde, und zwar kommen wir jetzt mal zu dem etwas ernsteren Teil. Und zwar habe ich schon öfter die Nachricht bekommen von anderen Leuten, das ist ja so viel Lispeln und das ist doch bitte mal damit aufhören, so zu lispeln. Ja, und darum soll es heute auch gehen. Ich habe so Kommentare bekommen, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, weil ich glaube, ich habe sie gelöscht, weil... Oder nee, ich weiß es gar nicht, ob sie gelöscht habe, ist ja auch eigentlich scheißegal. Ja, da drin stand, ja, wenn du aufhörst zu lispeln, dann kriegst du ein Abo. Hör doch mal damit auf, bla bla bla. Also ich habe 1000 Nachrichten bekommen, ich wäre ein Spasti, ich wäre behindert und so weiter und so fort. So, ja, ich habe jetzt das ein oder andere Mal halt so einen Kommentar bekommen, dass ich damit aufhören soll. Und jetzt kommt so ein bisschen meine Ansicht dazu. Und zwar, Leute, also jetzt bitte an alle Hater und so weiter und so fort, die auch zu anderen Leuten auf dem Kanal gehen oder generell im Real Life andere Leute runtermachen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, einen Fehler haben, ja. Das kann jetzt äußerlich sein, sprachlich, wie bei mir. Ja, lasst doch die Leute einfach in Frieden, ja. Keiner ist vollkommen und schon überhaupt erst recht nicht perfekt. Außer ich natürlich. Und zwar, also ne Quatsch, was beiseite kommt. Also wenn ihr ein Problem mit jemand habt, aufgrund, weil euch irgendwas an der Person stört, dann ignoriert die Person doch einfach, ja. Und beschäftigt euch auch nicht mit denen, das, mit dem Negativen beschäftigen, das ist generell nicht gut für euch, ja. Allgemein, es bringt euch nicht weiter, ja. Und ja, kümmert euch um die Dinge, die euch im Leben weiterbringen und nicht mit Hate oder... Das ist einfach pure Zeitverschwendung. Ja, ich habe zum Beispiel auch das Glück, dass ich jetzt schon immer ein sehr selbstbewusster Mensch bin und dass mich solche Kommentare im Internet sowie auch im Real Life noch nie wirklich gestört haben, ja. Im Real Life jetzt erst recht nicht. Ne? Und zumal, also... Auch im Internet auf keinen Fall, ja. Ich meine, da haben sowieso die meisten Leute die dicksten Eier. Ja, allerdings gibt es auch Menschen, die sich das Ganze leider zu Herzen nehmen und sich deswegen verstecken oder sich sogar dafür schämen. Und schlimmer dabei ist, dass die sich eventuell aus dem Grund vielleicht einiges auch nicht trauen. Und das finde ich definitiv scheiße, weil das schränkt die betroffenen Personen einfach sehr in ihre Lebensqualität ein. Und ich finde, das geht gar nicht. Das ist, es gibt sogar Leute, die werden gemobbt und aufgrund irgendwelchen Fehlern und... Dann gehen die hin, verstecken sich zu Hause, ritzen sich oder irgend so eine Scheiße. Das muss echt nicht sein. Oh Mann, habe ich wieder Sprachfehler. Ey. Ich selbst bin jemand, der fast jeden wirklich akzeptiert, wie er ist. Und ich wäge dann einfach ab, ob mich die Person weiterbringt oder nicht. Ja, da gibt es einen kleinen Trick, den ich da mal anwende. Und zwar habe ich da so eine Art Schubladensystem, nenne ich das. Und zwar habe ich da drei Schubladen. Ich fange mal mit der dritten Schublade an. In die dritte Schublade kommen Leute rein, die mich im Leben nicht weiterbringen und in allem einfach nur aufhalten. Ne? Die negative Energie lege ich dann in die Schublade ab und beschäftige mich mit solchen Personen gar nicht mehr. Ne? Also die Personen sind für mich abgehakt, die brauche ich nicht. Schublade Nummer 2. Hier kommen Menschen rein, oder sagen wir auch mal Personen, die mich zwar nicht groß jetzt weiterbringen, mit denen habe ich jetzt aber keinen großen Kontakt oder auch keine Probleme. Also eher so, sagen wir mal, neutrale Freunde oder allgemein irgendwelche Personen. So, Schublade 1. Das ist die allerwichtigste Schublade. Und auch die allerschönste gleichzeitig. Hier leitet sich natürlich genau das Gegenteil aus der Schublade 3 ab. Weil da kommen Leute rein, die mir Liebe, Aufmerksamkeit schenken und vor allem mein Leben bereichern. Ja.
Also keiner von euch. Ne, Quatsch, Spaß. Ja, also Ende der Moralpredigt würde ich sagen. Macht euch mal Gedanken drüber und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie eure Ansicht zu dem Thema ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und reingehauen.